Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Meine Sachen sind schon gepackt. Ich muss trotzdem noch zur Arbeit. Und dann machen wir wieder einen Wochenendausflug. Wo geht es hin? Wo kann es nur hingehen? Was haben wir dieses Jahr noch nicht gemacht? Wir waren noch nicht im Wilden Westen. Und da soll es jetzt hingehen. Aber erstmal muss ich noch zur Arbeit. Ja, Stefan hat frei. Der kann hier noch ein paar andere Sachen vorbereiten. Und da treffen wir uns nachher alle und fahren gemeinsam erstmal Richtung Blunk. So, und jetzt geht's erstmal los mit dem Vlog. Ja, Arbeit zu Ende, Schule zu Ende und schon sitzen wir im Auto. Ja, viele sind es ja gewohnt gewesen, dass ich immer vorne gesessen habe und haben schon beim letzten Video, wo ich mal hinten im Auto gesessen habe, gefragt, was denn da los ist. Nee, Simone ist immer noch nicht die Chefin hier. Ich wollte sagen, keine Revolution hier. mir ist das auch egal, wo ich sitze, ehrlich gesagt. Mit der Chefin war natürlich Spaß, sie ist ja meine Mutter. Muss man ja alles erwähnen heute. Auf jeden Fall, ich sitze einfach hinten, weil ich mich gerne mit den Kopfhörern ja so diese Geräuschunterdrückung einschalte und mich so mit taub mache und dann nicht als Beifahrer eigne, weil ich quasi nicht wirklich aufpassen kann dann und es auch gar nicht möchte und deshalb sitze ich hinten und das macht dafür die Simone. Genau, wir hören hier nämlich ganz andere Musik, die John, glaube ich, nicht so gefällt und dann ist es gut, dass wir Großen hier, wir Erwachsenen, unsere Musik hören und du deins da hinten. Ich liebe die Technik. Ja, und während zwei sich streiten, wer hier der Chef ist, oh, das zeigst du schon wieder. Ja. Ja, es ist... Ja, es geht gut los, was ich sagen wollte. Während zwei sich streiten, wer hier der Chef ist, spricht der wahre Chef. Wir sind zum Glück eine Stunde früher losgekommen, da John früher schulfrei hatte und Simone früher Schluss machen konnte. Darum sind wir noch ganz gelockert, weil wir jetzt schon wieder im Stau stehen und gerade mal 10 Minuten unterwegs und der erste Stau auf der A1, wo man rauffährt. Noch können wir gelockert sein und wären in 2 Stunden und 12 Minuten schon bei unserem Zielort, wenn wir nicht unterwegs noch eine Essenspause machen würden. Und die müssen wir auf jeden Fall machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, natürlich. Könnt ihr mal raten, was wir anfahren werden. Ja, Fastfood-mäßig. So, erstmal jetzt auf die Autobahn hier raufkommen. Das sieht schlimmer und schlecht aus. So, wir haben es schon mal geschafft, hier auf die Auffahrt zur A1 zu kommen. Bis wir auf der A1 sind, werden noch ein paar hundert Meter vergehen, glaube ich. Und da sehe ich auch schon wieder auf 3 Spuren immerhin zähfließend im Verkehr. Wir haben es geschafft. Auf geht's ins Wochenende. Weiter geradeaus. Man weiß ja immer nicht, was auf dem Weg liegt. Und ich hatte mir so Burger King gewünscht. Und ja, es ist Burger King geworden. Und ich habe auch mal was anderes bestellt. Das zeige ich euch aber gleich, wenn ich es bekommen habe. Ja, und fast wären wir ja dran vorbeigefahren. Wie war das denn, Simone? Ich habe als Beifahrer nicht aufgepasst und dann haben wir die Abfahrt verpennt und dann mussten wir einen kleinen Schlenker wieder drehen. Alles halb so schlimm. So, normalerweise nehme ich mir den Double Chili Cheese hier bei Burger King, aber keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwie Hunger auf so richtig was frisch gehabt und besonders frisch, finde ich, schmeckt immer der Long Chicken oder in meinem Fall jetzt hier der Crispy Chicken. Ist aber noch sehr heiß, wie ich merke. Egal.
Have a Coke? Oh, warum auf Englisch? Warum auf Englisch? Also ich... Ach, einfach so, um dich ein bisschen zu ärgern. So, haben wir uns das verdient? Ja, haben wir. Oh, erstmal gucken. So. Wie sieht ein Strohhalm hier aus? Weil der hier ist echt dick. Warum sind die so dick? Weiß ich nicht. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier an das reinkommen, was wir bestellt haben. Oh. Pommes. Ja, Burger ist wieder die Frage. Welches ist meiner? Du hast den richtigen? Nee, ich esse gerade deinen. Ja, ich hatte auch Chicken. Das sieht nach Stefan aus. Das ist so ein Oschi. Das könnte meiner sein. Mit Chicken, Pepper, keine Ahnung was. So. Ich habe mir heute mal als Getränk was anderes besorgt. Ich wollte wirklich wissen, was das ist. Float heißt es, glaube ich, oder sowas. Ich wusste nicht, was es ist. Jetzt weiß ich, was es ist. Es ist ein Softdrink, in diesem Fall Cola. Mit einem schönen Papierstrohhalm. Und Softeis damit reingemischt irgendwie. Klingt irgendwie eklig. Also früher hieß es ja mal, wenn man als Kind immer so Cola getrunken hat und dann Eis danach gegessen hat, das gibt Durchfall. Mal sehen, was passiert. Das ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Zumindest nicht dauerhaft. Naja, ich würde es jetzt nicht so schlimm finden, Softeis im Getränk zu haben. Da finde ich den Pappstrohhalm bescheuerter. Aber naja. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Man schmeckt schon nichts mehr. Das ist unten schon komplett aufgeweicht, die Kacke. Aber Burger schmeckt. Wir sind ja auch hier zum Burger essen und nicht um irgendwelche Getränke zu verköstigen. Und das Ding habe ich ja glaube ich schon mal gehabt vor kurzem. Boah, kann man kaum mal rausholen, das Ding. So, noch Fragen? Ich glaube nicht. Schaffe ich das überhaupt? Ich glaube nicht. Oh. Hast du denn schon gefrühstückt? Oder ist das jetzt deine erste Mahlzeit? Toast. Nutella-Toast. Oh, vernünftig. Gute! Ach, mache! Also Crunchy Peppered Chicken schmeckt super lecker. Ist wirklich crunchy und Pfeffer merkt man auch, aber es ist echt, echt lecker. Ja, ich weiß jetzt nicht, auf dem Rückweg werden wir nicht nochmal bei Burger King anhalten. Dauert wieder, bis ich hier in den Genuss komme. Wirklich crunchy und echt cool, dass die Simone englische Wörter benutzt. Das ist einfach nur, ich find's einfach nur peinlich. Genauso peinlich, wie dass man einen Pappstrohhalm macht, wenn der Deckel aus Plastik besteht. Hätte man auch andersrum machen können, weil an dem Deckel musst du nicht die ganze Zeit rumlutschen. Ja, also heute bin ich nicht auf Krawall, sondern glaube ich John eher. Das Ding heißt aber wirklich crunchy. So, ich habe noch meine leckeren Zwiebelringe. Und falls man sich fragt, warum ist es schon so dunkel bei euch um die Mittagszeit? Ja, der Sommer scheint vorbei. Die Wetteraussichten sind auch alles andere als gut für dieses Wochenende. Für unsere Freilichtveranstaltung in Bad Segeberg. Das wird noch ein Abenteuer werden. Aber kein Wildwest-Abenteuer, glaube ich. Also heute soll noch richtig starke Gewitter kommen. Und dann soll ja der Sommer vorbei sein mit einem Schlag angeblich. Ich bin gespannt. Aber es sieht schon ein bisschen verdammt nach Regen aus, würde ich sagen. Und? Gute ist, wir sind gleich schon da. Und das Allerbeste ist, die Veranstaltung ist nicht heute, die ist erst morgen. Wir haben also noch einen ganzen Tag Zeit in Bad Segeberg und Umgebung, wo wir uns herumtreiben werden. Aber noch ein richtig schönes Wochenende vor uns, glaube ich. Das Lustige ist ja, als ich bei der Arbeit heute einer Kollegin erzählte, was ich heute vorhabe oder was wir am Wochenende vorhaben und dass wir schon als Tradition irgendwie regelmäßig jedes Jahr dahin fahren, hat sie mich gefragt, ist das denn nicht langweilig? Sind die dann denn nicht immer die gleichen Lieder? Da ich gesagt, nein, da wird überhaupt nicht, also gut gesungen wird auch, aber das steht gar nicht im Vordergrund. Das ergibt Wo? Sich, es ergibt sich kann manchmal passieren. So ein bisschen, ja, aber das ist gar nicht immer gesagt. Und es ist ja wie eine Theateraufführung oder wie beschreibt man das? Es ist ja kein Musical, aber da musste ich grinsen. Ich finde es gerade cool, dass es irgendwie nicht ist wie ein Theaterstück, sondern wie ein Film, nur aus einer anderen Perspektive. Richtig. Ja, und schon geht's weiter. Schön mit 60 über Landstraße. Warum eigentlich so langsam? Ist es meine Schuld? Frag doch mal lieber da vorne, was da los ist.
Feierabendverkehr. Habe ich ja nicht gesagt, dass du schuld bist. Ich wollte nur wissen, warum wir so langsam fahren. Aber es stimmt, hier vorne, ja, wird auch langsam gefahren. Das ist, glaube ich, kaum. Ja, was ich noch mal sagen wollte, was Blunk? Da wollen wir übernachten. Wieso ausgerechnet Blunk? Weil es einfach wunderschön ist. Nicht in diesem Remi-Demi-Bad Segeberg-Bezirk, hätte ich fast gesagt, nach der Vorstellung, sondern schön auf dem Land, wo sich Hase und Igel nachts sagen, weiß ich gar nicht. Weil wir da unsere Spazierwege kennen an der Bahn, weil das familiengeführtes Hotel ist und wirklich wunderschön ist, netter Service und darum Blunk, oder? Ja. Nie enttäuscht worden. Genau. Was ist Blunk? Blunk ist, ja, ist eine Gemeinde, gehört zur Gemeinde Segeberg, soweit ich weiß. Bad Segeberg. Nein, Segeberg heißt das. Ah, okay. Jetzt haben wir ein Konzept gebracht. Also 10.000 Quadratkilometer ist das groß, das Ganze. Und es gibt wie viele Einwohner, Simone? In Bad Segeberg oder in Segeberg? Oder in Blunk? Wir reden hier von Blunk. Es gibt wie viele? 2 Kilometer, die auch. Ich sag mal, es gibt 500 Einwohner. Nicht schlecht. 590 waren es im Jahr 2022. Und wieso jedes Jahr Bad Segeberg? Er hört nichts. Dann fragen wir ihn das nachher. Da. Wir müssen nur noch parken und aussteigen, aber das kann ja eine Herausforderung sein, wenn die Simone am Steuer sitzt, die sehr angestrengt ist. Oh Mensch, wenn alles so einfache Parkplätze wären wie hier doch. Auf jeden Fall, das Hotel, wo wir hier immer hingehen, ist immer das gleiche, dasselbe. Und zwar das Hotel zum alten Bahnhof. Und ja, warum heißt es so? Weil es mal ein Bahnhof war. Uah. Das ist es. Wie habe ich euch hierher gebracht? Scheiße. Gibt es da nichts zum Murren, oder? Das war mehr wie in so einer Verfolgungsjagd aus dem Actionfilm, wie die gefahren ist. Ach so. Aber nicht so schnell, so holperig, ne? Ja, und so komisch halt. Die Kurven, immer ist man fast vom Sitz geflogen. Ja. Wie macht man das, wenn man nicht gerne Auto fährt? Man stellt sich ein bisschen blöd an und hofft dann darauf, dass den Jungs das zu viel wird und Stefan dann vielleicht demnächst wieder Steuer übernimmt. Stellt sich dann auch deswegen mit den anderen Sachen so dumm? Oder? Antworten geht auch nicht. Also ich glaube, vielleicht ist es nicht gestellt, sondern wirklich zu dumm. Das war jetzt nicht nett. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Aber witzig ist es schon. Sollen wir es rausschneiden, Simone? Nee, wir müssen jetzt zusehen, weil ich muss pipi und wir müssen ja noch die Roomtour machen, bis ich endlich auf Toilette kann. Also, so. Gepäck rausholen oder erstmal einchecken? Check ein. Das mit den Fäkalien hätte ich jetzt nicht erwähnen müssen. Hey. Room. Selber, ey. Roomtour geht jetzt los. Erstmal stelle ich meine Sachen ab. Warte. So, und dann geht's los mit dem Badezimmer. Ja, was haben wir hier? Eigentlich so den Standard, eine Toilette, daneben eine Dusche und ein Waschbecken. Und ein Spiegel. Kleiderschrank brauchen wir nicht. Oh, ja, das ist schon irgendwie wieder Nostalgie, dass hier diese Bonschen immer beiliegen. Die habe ich früher mal alle weggeklaut. Ja, das erste Bett. Dann haben wir das zweite Bett hier. Was haben wir hier? Das Neue Testament. Und ja, noch ein Fernseher. Bücher brauchen wir ja nicht zu lesen.
Und, oh, das, ja, das kannst du mal sagen. Das habe ich extra dazu gebucht. Und das hat geklappt. Das freut mich sehr. Wir haben nämlich, wie letztes Jahr auch, ein Balkon. Oh Mann, ey. Ein Balkon mit schönstem Ausblick hier auf die abgemähte Wiese. Das war die Gemeinde Blunk von oben, also zumindest die Gegend, in der unser Hotel ist. Ja, und jetzt haben wir hier ein natürliches Regendach, denn von oben wird es langsam, aber sicher, nass. Genau, und ich habe tatsächlich einen Schirm mit, aber auf dem Zimmer vergessen. Da liegt er gut. Naja, aber Simone hat sich ja gewünscht, dass wir diesen Weg lang gehen. Sie hat ja eben noch gesagt, sie fühlt sich hier so wohl, weil sie diesen Weg entlang gehen möchte. Sie kennt ja alle schon. Jeden Strauch und jeden Grashalm. Und ganz ehrlich, würde es jetzt nicht regnen, würde ich auch gerne mal hier 2 Stunden lang latschen. Ja, das musst du dann alleine machen. Denn dazu haben wir keine Lust, oder? Doch nicht mit der. 2 Stunden. Angekommen, sitzen wir auch schon hier auf unserem kleinen Balkon. Und so, sogar die Sonne scheint so ein bisschen, glaube ich. Also es wird ein bisschen heller gerade. Ein kurzes Aufflackern des Sommers 2023. Ja, es war ganz schön schwierig, eben hier so ein paar Getränke zu besorgen, da wir viel zu früh angekommen sind. Haben wir noch nie geschafft. Nee, wir sind gut durchgekommen. Aber warum war das so schwierig? Weil hier irgendwie... Ich gehe eben raus telefonieren. Alles klar. Date Night! Da war gerade ein ganz toller Vogel. Ja, so, egal. Lenk mich ab. Ja, nein. Wir sind gut durchgekommen, aber die Schwierigkeit war hier, hier sind so viele Dörfer, hier gibt es irgendwie gar keine Geschäfte. Hier gibt es keinen, noch nicht mal einen Tante-Emma-Laden haben wir gefunden, oder? Nee, wir haben einen Edeka gefunden, ein paar Dörfer weiter. Und da wir erst um 18.30 Uhr einen Tisch bestellt haben im Restaurant, und wir es jetzt gerade mal 17 Uhr haben und wir den Balkon ein bisschen genießen wollen, habe ich gedacht, das geht mit einem leckeren Bierchen. Mal sehen, ob es lecker schmeckt. Ein Falcon Export. Noch nie was davon gehört. Und hier so ein Norlands Galt oder sowas. Keine Ahnung, was das sein soll. Auch ein Export. Und Simone hat was Blaues. Ja, ich habe Flensburger Radler. Ich hatte da irgendwie ein bisschen Durst drauf. Also und leider haben wir keinen Kühlschrank. Das ist das Blöde. Nee, ich klopp mal eben. Naja. Gucken wir mal, ob es zwischen besser ist. Ja, so. Prost. Ja, passen wir ja farblich hier zusammen, blau und blau. Prost auf die gute Ankunft. Ich bin ja auch hergefahren. Ich bin ja hier angekommen mit euch. Es ist ein Traditionsvlog, würde ich sagen, wenn wir in den Wilden Westen fahren. Und so essen wir hier auch immer sehr gerne im Bahnhofshotel, hätte ich fast gesagt. Nee, wie heißt denn das jetzt hier? Im alten Bahnhof. Zum alten Bahnhof, so war es. Sehr gerne zu Abend, weil es immer lecker ist. Jetzt habe ich aber meine Tradition gebrochen. Ich esse sonst immer Schweineländchen mit Pilzen. Ich mag ja sonst keine Pilze, aber einmal im Jahr hier esse ich sie. Jetzt habe ich mir aber für was anderes entschieden. Bla bla bla. Es gibt bei mir Hähnchenbrust überbacken mit Käse und Kroketten und Salat. Und die Jungs haben auch mächtig zugeschlagen, weil es so lecker ist. Bei mir gibt es einen Cheeseburger. Mal ganz was Neues. Danke. Ich habe mir heute mal
ein Rumpsteak bestellt. Mit Bratkartoffeln. Das Gemüse auch meins einfach hier. Was hier weiß ich gar nicht genau. Offensichtlich. Blumenkohl mag ich ja schon mal gar nicht, aber den Rest mag ich ja. Und dazu ein kleines, niedliches Kellerbier. Nie was von gehört. Ja, gut, das war wirklich gut. So, guten Appetit. Foto? Ja, dann guten Morgen, Frühstück. Fängt auch mit F an, genau. Für mich gibt es auch ein Kaffee, auch mit F. Und ja, hier mein Frühstück: Brötchen, Rührei, erster Gang. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wir können auch heute wieder mal vermelden, dass wir auf dem Parkplatz hier für das Freilichttheater wieder mal die Ersten sind. Wie haben wir das geschafft? Ja, man hat einfach Stefan und Simone als Eltern, die immer früh aufstehen. Ja, jetzt die Frage von gestern. Wieso eigentlich immer Bad Segeberg? Aufgrund dessen, dass wir uns hier die Winnetou-Vorstellung angucken. Oder wie ist das gemeint? Ich meine natürlich mit Bad Segeberg die Vorstellung. Ich kann dich nachher nochmal fragen. Kein Problem. Was willst du? Ich verstehe es nicht. Ich frage dich nachher nochmal. Wenn du richtig wach bist. Kein Problem. So, Simone, jetzt wollen wir mal mit dir ein bisschen sprechen hier, während wir jetzt uns auf die Socken machen. Es ist gerade mal 10 vor 9. Wir können ja vermelden, also ich kann vermelden, oder wir beide können vermelden, dass wir heute zum 9. Mal hier sind, Johnny. Du schon öfters, du warst doch früher schon hier, meinst nee, du? Nee, war ich nicht. Also, wieso eigentlich immer Bad Segeberg? Meinst du jetzt, warum wir die andere Vorstellung, es gibt ja noch eine, warum wir da nicht hingehen oder was? Ich frage dir nachher nochmal, kein Problem. Nee, warte mal, erklär doch mal, was willst du? Ich wollte eigentlich nur wissen, warum wir immer wieder herfahren. Weil es gut ist. Hey, das habe ich doch gesagt. Aufgrund der Vorstellung, weil die uns so gut gefällt. Dann bist du mir ins Wort gefallen und meintest, ja, ich frage ihn ja nachher nochmal. Oder warum fährst du hier immer hin? Ich wollte eigentlich von John hören. Weil du als Kind immer wolltest und nicht die Möglichkeit hast, müssen wir das jetzt ausbaden und immer mitkommen, oder was? Du musst nicht mitkommen. Du kannst auch gerne, du weißt ja. Aber gut. Wieso alle immer Bad Segeberg? Hä, das ist überhaupt nicht lustig. Weil wir es können. Ja, dann beantworte ich mal die Frage von John, warum immer Bad Segeberg? Warte mal, er hat es mir auch gerade hinter der Kamera erklärt. Die Frage hat er falsch formuliert. Er fragt, warum immer Bad Segeberg? Da kann man verstehen, warum wir immer nach Bad Segeberg gehen. Dann bin ich sogar darauf hinausgegangen, warum wir zu der Vorstellung in Bad Segeberg gehen. Aber er fragt, was er fragen möchte ist, warum kommen wir immer wieder hierher zu der Vorstellung von Winnetou? Und das ist einfach, das hätte er einfach fragen sollen, aber das normale Gespräch funktioniert hier einfach nicht in dieser Familie. Auf jeden Fall, die Antwort darauf, wenn Stefan das richtig formuliert hätte, wäre gewesen, weil es halt jedes Mal ein anderes Stück ist. Natürlich wiederholt sich das dann auch mal. Zum Beispiel, als wir das erste Mal hier waren, war das Stück Winnetou 1. Das ist jetzt auch wieder. Aber es ist trotzdem immer irgendwie anders. Vor allem auch, weil neue Leute dazukommen und andere wieder gehen. Und es ist halt immer komplett Action und Unterhaltung. Gefällt uns sehr gut. Ja, muss ich auch sagen. Also auf jeden Fall haben wir es jetzt zum ersten Mal, dass wir ein Stück sehen, was wir schon mal gesehen haben. Natürlich in einer anderen Inszenierung, mit anderen Darstellern, wie John schon sagt. Und heute erleben wir also die Anfänge von Winnetou, wo sich also Winnetou und Shatterhand sozusagen kennenlernen und Blutsbrüder werden. Nicht, Simone? So ist es. So, jetzt sind wir hier auf dem sagenumwobenen Kalkberg im Bad Segeberg. Wieso heißt das Kalkberg? Weil das so ein Kalkgestein ist, aus dem das hier ist. Ganz einfach. Nein, weil die Kalkberghöhlen ja auch Kalkberghöhlen heißen. Ja, stimmt. Hier ist auch eine Höhle unter. Genau. Und unter uns ist hier auf jeden Fall das Freilichttheater, wo wir heute sitzen werden. Hier kann man auch mal hinter die Kulissen gucken, so ein bisschen. Moment.
Und da wir sogar Sonnenschein haben, steigt die Vorfreude, oder? Genau. Auch bei Simone, die normalerweise keinen Western- und Winnetou-Kram so mag. Stimmt. Stimmt. Aber ihr habt eure Hüte vergessen. Ja, die Hüte haben wir im Auto. Ich hab sie nicht vergessen. Stefan meinte, wenn Regen kommt, wär's so schlau, die nicht mitzunehmen. Ja. Dann dachte ich so, ja gut, zum Auto gehen wir nicht mehr zurück und die liegen hier drin, habe ich dann einfach nicht erwähnt. So, Simone, mach ein Foto. Komm, sind die ersten heute, die hier hochgewandert sind auf den Kalkberg. Warum habe ich eine Jacke mitgenommen? Es ist total warm jetzt gerade, Sonne. Ja, die bringt es eh nicht, die Jacke. Doch, die ist warm. Ja, John, warum soll man sich ein Theater niemals von hinten angucken? Weil es die Illusion kaputt macht. Richtig, und so auch hier. Trotzdem war ganz interessant, das zu sehen. Das Tolle ist ja hier auch bei diesem Theater, finde ich, dass sie es schaffen. Man hat ja immer nur eine Bühne im Theater. Kann man ja noch mal so einen Bühnenwechsel machen, Kulissenwechsel machen. Das geht hier natürlich alles nicht. Also das ist das Schwere an der Inszenierung, glaube ich. Aber die haben ja auch gut Platz auf der Bühne und haben ja auch so, die haben das quasi aufgebaut, dass quasi auf der Bühne alle Schauplätze aufgebaut sind. Und das ist halt auch gut groß, dass sie da den Platz für haben und dass dann halt immer das im Vordergrund steht, was wo es gerade spielt. Und es gibt ja auch eine Pause, da werden auch minimal einige Sachen verändert. Ja, und ich lese gerade, hättet ihr es gewusst, auf der Kalkberg war doch tatsächlich mal eine Burg damals aufgebaut. Toll, Simone. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen schlauen Kommentar. Der nun so gar nicht zum Thema gepasst hat, aber egal. Also gar nicht schlau war. Wie wäre denn dein Gesicht, wenn du hättest fotografiert werden müssen für so ein Foto wie der Herr Donald Trump? Mir Spaß, keine Ahnung, einfach straight reingucken. Ich finde das Bild lustig. Hab ich gut getroffen, den Blick, ne? Mhm. Ja, das ist auch so eine Tradition, die wir schon seit vielen Jahren machen, dass wir uns hier in diesen Laden setzen. Der heißt Ludwigs und ist in der Fußgängerzone hier. Und da kann man wirklich schön verweilen und auf die Vorstellung warten. Und was macht John jetzt hier gerade? Ich gucke mir alte Bilder an, weil Stefan so eine tolle App hier hat, wo man wirklich richtig weit zurückgucken kann. Was man, ja, ich gucke mir ganz viele Kinderbilder an. Zeig mal eins. Hier zum Beispiel, kleiner John. Stunden später sitzen immer noch hier und es gibt was zu essen jetzt. Ich habe hier so ein Bifteke hier bestellt. Sieht sehr lecker aus. Platz Simone schönes. Ich habe mal Backfisch genommen. Sieht auch sehr lecker aus. Ich habe einen Schnitzel. Wiener Art. Ja, Simone hat auch nicht mehr gesagt. Fertig gegessen und auch getrunken und jetzt sind wir auf dem Weg ins Theater. Hier haben wir schon unsere drei Karten und ich weiß nicht genau, ich habe glaube ich diesmal andere Karten gekauft, einen anderen Block. Bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich so ist. Block C. Was war mal Block B, kann das sein? Das weiß ich nicht, aber es ist ja auch wirklich schon lange her. Wie lange haben wir die Karten schon? Ich glaube seit November. Steht das da irgendwo drauf? Nee. Ich glaube, wir haben sie schon seit November, weil da muss man echt immer schnell sein, ne? Ja, genau. So, jetzt geht's ein bisschen bergauf und dann sind wir auch gleich schon beim Ort des Geschehens. Jetzt waren wir schon 9-mal hier. Immer wieder toll hier reinzukommen, finde ich. Also tolle Atmosphäre hier drin immer. Und immer größer, als man eigentlich denkt. Absolut, das ist wirklich wahr. Kann ich auch nicht schätzen, wie viele Leute hier reinpassen. Und dazu muss ich noch mal sagen, also wir sitzen, glaube ich, ich hoffe, wirklich gut mit Reihe 2. Natürlich sind wir mit Reihe 2 gut. Ja, eine Karte, aber wo ist Block C? Eine Karte kostet 35 Euro und für das Gebotene ist das wirklich nicht viel. Also, wer das noch nicht kennt, angucken. Würde ich auch sagen, kann ich nur empfehlen. So, weiter. Also, Block C.
Hat nicht eben jemand gerade irgendwelche Sorgen, dass der Platz nicht gut wäre, wo wir sitzen? Die Karte, die ich bestellt hätte? Ja. Alles gut, alles gut. Ist ja gut. So, ich würde sagen, besser kann man kaum sitzen. Also es lohnt sich schon, die Karten frühzeitig zu bestellen. Muss eben Glück haben, aber ich sag mal Block C. Ich habe früher immer Block B gesessen, also ein bisschen mehr in der Richtung, aber hier ist genau mittig jetzt diesmal und ja, beste Aussicht, würde ich sagen. Ja, was erwarten wir von der Vorstellung, Johnny? Ja, gutes Schauspiel, viel Unterhaltung und Western Action. Es ist ja oft so, dass irgendwelche Stars immer hier mitwirken, die so als Lockvogel gelten, sag ich mal, oder die man immer schon mal sehen wollte, die man so von früher kannte. Ich muss gestehen, von den diesmal gemeldeten Stars kenne ich keinen einzigen. Also, dann sind es keine Stars. Ja, vielleicht eine andere Generation oder woanders her bekannt. Ich gucke ja schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Ich kenne also niemanden. Du, Simone? Nicht wirklich. Also vom Namen so kann ich zuordnen, aber... Sie schwärmt immer von einem Yoshi, weil der mal bei einem Theaterstück sich alle Kleider vom Leib gerissen hat. Theater Yoshi Peters. Im Schnorr in Bremen. Wahrscheinlich so. Yoshi ja. Peters ist natürlich auch diesmal mit dabei, glaube ich. Der ist immer mit dabei. Ich glaube, dass er dabei ist. Ne? Ja. Ja. Ja, ist er. Ich meine, weiß nicht, ihn als Star so. Ich meine jetzt hier so Stars, die man so kennt, auch irgendwelchen TV-Serien oder irgendwelchen Filmen. Sascha Hehn, das war letztes Jahr ein Highlight. Sascha Hehn, ja genau. Für uns jetzt, kennt John natürlich nicht. Ja, na, stimmt. Oder was hatten wir noch? Mathieu Carrier oder wie der heißt, das war auch super. Ja. Ist immer, das ist diesmal zum ersten Mal, dass ich also absolut gar keinen kenne. Ich bin gespannt. Aber ist mir eigentlich auch egal. So, erste Pause und ja. Gibt es zwei Pausen? Nein. Pause. Ja, das hört sich doch doof an. Ja, Pause und die ersten Eindrücke waren gut. Ein paar Sachen, also dachte ich mir anfangs ein bisschen albern, aber ist doch ganz lustig. Also ich find's gut. Also, ja, abwechslungsreich. Es ist nicht nur Geballer, was auch gut ist, weil es ist auch dann auch noch was Besonderes, wenn der eine da abgeknallt wird. Also es gefällt mir sehr gut. Nur was ein bisschen random kam, da kam auf einmal so Avengers-Musik und Mandalorian. Aber es mit Mandalorian hat gepasst. Aber Avengers irgendwie... Ja, es gab eine kleine Panne, da wurde der Adler auf die Bühne fliegen sollte, wie es in jeder Vorstellung ist. Kam diesmal kein Adler, der hat sich oben da in einen Baum gesetzt. Genau, und danach hat er sich irgendwo auf so eine Hütte gesetzt. Ja, der wollte also nicht. Und ja, ich muss mal sagen, so wie ich die Geschichte kenne, bisher haben sie das sehr gut umgesetzt. Ja, also jetzt sind wir gerade bei der Stelle, wo die, Eisenbahner aus dem Camp von den Apachen gefangen genommen worden sind. Und Sheldon wurde verletzt und ebenfalls bei den Apachen eingelagert, sag ich mal. Ja, jetzt warten wir mal, wie es so weitergeht, bis sich dann die beiden Bluesbrüder endlich treffen. Ja, also bis jetzt war es wirklich sehr, sehr gut und gerade gegen Ende sehr spannend geworden. Ich glaube, es ist alles gesagt. So, Johnny, wie war's denn? Wie immer wieder, wie
immer wieder sehr atemberaubend. Also es war echt super, es war, hat so Spaß gemacht zuzugucken. Also man vergisst völlig, was alles hinter einem für Menschen sitzen. Also es ist ja wirklich enorm großes Publikum, was da sitzt. Und schon heftig, was die Leute da auch leisten müssen, so an Stunts und was da alles hintersteckt. Das ist echt super und ist immer wieder super. Also ist ja, wie gesagt, noch eine Panne passiert. Das wird aber direkt wieder mit der ganzen Leistung von den ganzen Schauspielern entschuldigt. Das ist einfach so so perfekt. Man fühlt so richtig mit. Man hat manchmal sogar Gänsehaut, weil die Szenen so kalt oder so krass. Also es ist einfach. Diesmal waren da auch richtig gute schauspielerische Leistungen bei, muss ich mal sagen. Also Old Shatterhand. Hammer, diese traurige Szene am Ende. Ja. Kann man so sagen. Mit dem Wetter aber auch Glück gehabt bisher. Ist Simone keine nassen Haare heute? Nein, nur windige. Ja. Ja, und das ist eine richtig tolle Sache wieder mal gewesen. Und es ist wahnsinnig voll, ich kann mal das zeigen. Ja, noch was zu erzählen? Ja, was auch viel ausmacht, ist die Musik. Diese Originalmusik, wenn die zum Einsatz kommt, das ist natürlich auch so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, oder? Das stimmt, ist bei mir auch so. Martin Böttcher, die Musik, die aber immer kommt, die man aus dem Film auch kennt. Einfach klasse. Und was ich auch gut finde, ist, dass sie am Ende dieses Abklatschen, wo auch nochmal alle Darsteller an den Bühnen rankommen. Von der Nähe, man kann sie von der Nähe betrachten. Richtig, das war auch, wenn auch die kleinen Darsteller auch mal so geehrt werden. Ja. Die natürlich die Atmosphäre ausmachen im Stück, dass man da so immer so viele Indianer sieht. Das stimmt. Oder also im Hintergrund immer irgendwas passiert manchmal. Also, ja. Ich glaube, ich habe gelesen, es wirken 150 Personen mit auf der Bühne. Ein Wahnsinn. Aber ich habe das Gefühl, dass es diesmal weniger waren als sonst. Also Ölprinz war ja das letzte. Das fand ich bis jetzt noch am besten mit Ölprinz von allen. Dort war glaube ich mehr los. Kann sein. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir wieder mal dabei gewesen sind. Hat sich gelohnt, die Fahrt hier nach Bad Segeberg. Wir haben auch noch ein tolles Essen gleich vor uns. Und wir sehen gleich schon am Ausgang, was uns im nächsten Jahr erwarten wird. Und zwar die Fortsetzung Winnetou 2. Winnetou 2, Ribana und Old Firehand heißt es. Oder aber auch für die Nicht-Schwerhörigen per Lautsprecher ins Publikum geschrieben. Ach wirklich, habe ich gar nicht gehört. Ja, ich habe ja gesagt, für die Nicht-Schwerhörigen. Aber zum Glück kann Stefan ja lesen. Sehr witzig. Ich glaube, wir haben das Wetter eben ein bisschen zu früh gelobt. Wir wollen mal eben nachfragen, wie es Simone jetzt geht, wo die Haare ein bisschen nass werden. Moment mal eben, hier ist sie schon. Lass mich in Ruhe. Was und soll das jetzt? Die gute Nachricht ist, ich könnte am Anfang, wenn wir im Auto sitzen. Es wird noch doller gleich. Ja, und alle trödeln hier lang. Ja. Wir hätten unsere Hüte aufsetzen sollen, John. Dann würden wir jetzt weniger nass werden. Oh, das wäre zu schade für die Hüte. Das stimmt. Simone, wohin so eilig? Lass mich jetzt in Ruhe. Und schon sitzen wir im Auto und fahren ganz bequem in Richtung Blunk. Die Situation ist angespannter als beim Theaterstück. Denn jetzt wird nicht nur gespielt, sondern jetzt ist wirklich Lebensgefahr angesagt. Ja. Simones Haare sind nass und ich habe eben von den netten, freundlichen Parkplatzordnern, nenne ich sie mal, vom letzten Mal, die wir im letzten Jahr schon kennengelernt haben, eine Flasche Bier bekommen. Ratsherren aus Hamburg, ein Hell. Nochmal vielen Dank, falls ihr es sehen solltet. Ich freue mich sehr darauf, was zu trinken. Ja, fand ich auch sehr nett. Vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr noch mal wieder, weil dreimal ist Bremer recht. Und schon sitzen wir hier in aller Ruhe im Restaurant bei unserem Hotel und lassen noch mal so das Stück Revue passieren, sag ich mal. Also ich muss mal sagen, es war richtig klasse und ich kann es nur jedem empfehlen. Vielleicht denken ja viele, wenn die jetzt sehen, dass die da hingehen, das ist ja nur was für Kinder. Sicherlich, da sind auch viele Kinder sind da. Aber das Gute ist daran, dass es eben für jede Altersklasse was ist. Also ich kann da genauso was dran finden als großer Winnetou-Fan natürlich seit Kindheit an. Fühle mich immer an die Filme erinnert, vor allem wenn dann die Musik auch noch da ertönt. Da ist genau dasselbe Gänsehautgefühl, wie ich es damals im Fernsehen hatte. Und wie ist bei dir, John? Ja, also ich habe die alten Filme zwar auch geguckt,
Hast du aufgepasst, was ich gerade gesagt habe? Nee, ich war nämlich so lieb und Mama wollte nämlich wissen, wie die eine Schauspielrolle hieß. Und wie heißt sie? Naja, gut. Ja, also, dann erzähl mal weiter, was du sagen wolltest. Ja, Nostalgie ist das für mich auch, aber nicht dieselbe Nostalgie, die Stefan fühlt, weil er ja mit den Filmen groß geworden ist und ich zu der Zeit ja noch gar nicht gelebt habe, wo Stefan selbst noch ein Kind war. Die Filme zwar auch gesehen, aber diesmal war es für mich auch Nostalgie, einfach aus dem Grund, weil ich weiß noch, ich war ziemlich klein, als wir Winnetou 1 hier in Bad Segeberg uns angeschaut hatten. Und, das war 2013. Ja, da war ich ziemlich klein. Ja. Und jetzt war es wieder Winnetou 1 und das war Nostalgie. Aber völlig anders inszeniert, ne? Das muss man sagen. Also die machen es immer anders. Ja. Also das, die haben ja auch 2016 nochmal die drei Winnetou-Filme neu verfilmt und haben da auch ein paar Schauspieler aus den Karl-May-Festspielen mit rein gemacht. Und das haben sie auch viel geändert und das habe ich mir auch gerne angeguckt, weil insgesamt Western verbinde ich direkt mit Winnetou. Und das wen haben sie denn von den Karl-May-Spielen da? In dem ersten Winnetou-Teil... in Shunshuna, diesen Häuptling da gespielt hat, der hat auch so, dort den Häuptling sogar gespielt. Ja, das reicht. Ja, also wie gesagt, das ganze Winnetou-Universum finde ich super, eine super Atmosphäre und ich kann es nur jedem empfehlen und wir gehen wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder hin. Schade, dass die Geschichte fertig geschrieben ist. Wäre aber auch blöd, wenn das jemand anders als Karl May weiterschreiben würde. Es geht nämlich meistens in die Hose. Natürlich. Beeindruckend ist immer, und ich weiß nicht, der kriegt auch immer mega Applaus, ja, ich sag mal, ein älterer Herr. Ich kann ihn jetzt wirklich nicht schätzen, aber ich muss echt sagen, aller Achtung, ich schätze ihn mal so an die 70. Er ist 75. Er ist 75, höre ich gerade. Und der spielt seit 44 Jahren da mit und manchmal auch mehrere Rollen, so wie heute hat er, glaube ich, 3 Rollen verkörpert und macht das wirklich toll. Der macht auch Sachen, wo man denkt, so in seinem Alter, dass er da noch so aufs Pferd springen kann irgendwie. Also nein, es ist wirklich wunderbar und jetzt müssen wir darauf aufpassen, dass wir für nächstes Jahr auch wieder gute Karten bekommen. Ein neuer Morgen und der letzte Morgen in Blunk für uns. Wir fahren gleich ab, haben noch ein gutes Frühstück für uns. Was ist hier los, John? Ja, ich könnte mit einem Finger den Kofferraum nicht öffnen. Ja, haben wir ein gutes Frühstück vor uns und dann geht's wieder Richtung nach Hause mit dem Auto. Ja, so sieht's aus. Ich freue mich jetzt schon auf meinen ersten Kaffee und dann fängt der Tag bestimmt gut an. Bist ein bisschen schlecht bei Stimme, Simone, kann das sein? Eigentlich nicht, das war jetzt ein kurzer, weiß ich nicht, Lechzer nach Kaffee. Ja, und wir haben natürlich auch unsere Hüte mitgenommen nach Blunk. Die haben wir natürlich gestern vergessen gehabt. Ein bisschen ärgerlich. Wie rum gehört er eigentlich? Ganz einfach. So rum. So. Was wir das Wesen einmal aufgehabt haben. Nein, ich muss es überprüfen. Hat Stefan das überprüft? Natürlich habe ich es richtig gemacht. Ja, dann würde ich sagen. Howdy. Howdy, das war's mit dem Vlog. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Wir zwingen euch nichts auf. Aber macht's trotzdem. Das sehe ich auch so. Oder Simone? Wie bitte? Ich habe gar nicht zugehört. Oh nee, nicht auf meine Haare, weißt du doch. Stimmt, da war ja was. Okay, also macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.